Den letzten beißen die Hunde. Und ich werde mich natürlich kurz fassen. Ich wollte ein bisschen erzählen zum Stichwort. Wollte ich unseren ehemaligen Bundestrainer Sepp Herberger wiederholen, der gesagt hat, 1954, nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Oder war das hier etwas anderes? Aber das ist das, was auf uns zukommt. Nach der Pandemie ist vor der Pandemie und wir erleben, wie weltweit Agenden auf uns einprasseln. Das habe ich im Laufe der Zeit gelernt. Ich habe zuerst gedacht, das ist, naja, hier läuft ein bisschen was falsch. Da habe ich erlebt, wie die Agenda der Pharmazie abgelaufen ist. Die stammt aus dem Jahre 2005, ist von dem PR-Direktor der CDC entworfen worden. Der hat 7 Schritte, um Impfungen besser zu verkaufen. Ich meine, der PR-Direktor macht das, der verkauft besser. Und der hat damals etwas geschrieben, ich bin drauf gekommen, drauf gestoßen, auf seinen Artikel. Man muss das mit Angst, Panik und Einschüchterung machen. Und hat 7 Schritte beschrieben und diese 7 Schritte sind seit dem März 2020 abgelaufen. Ich will sie jetzt im Einzelnen nicht wiederholen. Da war zum Beispiel Schritt 2, dass nationale Gelehrte in jedem Land verkünden, wie schlimm alles wird. Ich erinnere mich an Podcast Nummer 7 von Herrn Drosten. Und der stammelte, dass es schlimm wird, ganz schlimm, es ist zum Verzweifeln. Ich habe noch gedacht, der arme Kerl braucht einen Psychotherapeuten, aber vielleicht ist er inzwischen auch dort angekommen. Ja, auf jeden Fall vom 5 Schritt. Schritt 5 und 6 sind aus dem Buch Propaganda von Bernays bekannt. Dramatisieren und wiederholen. Napoleon hat mal gesagt, die einzige Propagandamaßnahme, die wirkt, ist wiederholen. Und seit 3 Jahren bekommen wir wiederholt, wie schlimm alles ist. Und am 27.02.2020 hat Frau Merkel gesagt, als wir alle noch gar nicht ahnten, was da auf uns zukommt, hat sie gesagt, nur eine Impfung wird uns raushelfen. Ich habe das erst viel später gehört. Da hätten schon alle Glocken schrillen müssen, was hier abläuft. Ich hätte niemals gedacht, dass die Pharmazie sich wirklich traut, eine derartige weltweit gesteuerte Propagandakampagne auf uns loszulassen. Wir kommen natürlich alle aus dem Kaltstart, haben dann erst bemerkt, was hier abgeht und dann sind die Einzelnen aufgestanden, die noch ein bisschen bei klarem Verstand waren, haben sowohl in der Medizin wie in der Juristerei, wie von den Datenanalysten, von den Psychologen und so weiter, sind aufgestanden, und um gegen die Propaganda anzukommen. Wir haben am 8.7. eine Veranstaltung im Tschaikowski-Saal in der Nähe der Gerichte in Hamburg. Da hält ein junger Mann namens Johannes Mehnert einen Vortrag über die 80 Propagandatechniken, mit denen man uns in den letzten Jahren so zugesetzt hat. Und ich muss sagen, es war genial. Herr Kubantner, wenn ich das sagen darf, Herr Professor Kubantner hat ja mit Recht gesagt, dass seine Berufsgruppe maßgeblich beteiligt war, um das Ganze vorzubereiten und durchzuziehen. Und für mich ist das wie in einem Schachspiel. Schachweltmeister wird der, der die meisten Züge voraussehen kann. Und das ist der erste Zug, war ja diese ganze Impfkampagne. Der zweite Zug war unsere Reaktion darauf. Der dritte Zug war wieder, wie der Staat reagiert hat und so weiter. Ich selbst habe von vornherein große Zweifel gehabt. Zum einen, weil
einfach die mediale Hysterie und die Zahlen passten nicht zusammen. Im März 2020 passte das einfach nicht. Dann kamen die komischen Aussagen von Herrn Drosten, der im März 2020 sagte, um eine Impfung durchzusetzen, müssen wir die Regularien außer Kraft setzen. Also für einen Mediziner Regularien außer Kraft setzen, dann weiß jeder, was dabei rauskommt, nämlich ganz, 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 ganz viel Nebenwirkungen, das geht schon gar nicht. Und ich habe mich dann aufgemacht, mich in sehr viel informiert, nächtelang gesucht, habe mich dann auch mit auf die Straße gestellt, war bei Demonstrationen und so weiter. Für mich war die Folge, dass ich beim Staat ins Visier kam. Ich habe inzwischen zwei Hausdurchsuchungen, meine Frau und ich haben zwei Hausdurchsuchungen gehabt. Und das ist schon komisch, wenn 15 Beamte mit schusssicherer Weste und Pistole durchs Haus gehen und in jeden Winkel gucken. Ich weiß nicht, bei einem Arzt, der Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht schreibt, wie diese Maßnahme in die Verhältnismäßigkeit gesetzt werden soll. Bei mir sind das Equipment ist ausgeräumt worden, meine Akten von Patienten, normalen Patienten wurden mitgenommen, liegen immer noch als Asservate beim LKA. Wir haben dann inzwischen erfahren, dass LKA hat ein Schreiben herausgegeben an alle Polizeidienststellen in Hamburg, dass mit einer Liste von Ärzten, die da drauf standen, eine sogenannte schwarze Liste, mein Name war auch mit drauf, und haben dazu geschrieben, diese Ärzte haben sich wegen Urkundenfälschung strafbar gemacht. Daraufhin fing eine Hetzjagd auf meine Atteste und auf die Atteste anderer Kollegen an. Die Polizei hat den Menschen das aus der Hand gerissen und hat sie sofort verdächtigt, dass sie hier eine Straftat begangen hat. Ich bin zurzeit jede Woche ein- bis zweimal vor Gericht, im Moment noch als Zeuge zu meinen Attesten, die ja alle unrichtig sind, alle Gefälligkeitszeugnisse sind. Ich bin seit 53 Jahren Arzt. Ich habe bestimmt mehr als 100.000 Atteste ausgeschrieben, so ein Zirkus habe ich überhaupt noch nicht mitgemacht. Aber ich weiß ja, worum es hier geht, und ich könnte stundenlang weiterreden. Ich möchte jetzt auf eine Sache aufmerksam machen. Ich habe ja gesagt, nach der Pandemie ist vor der Pandemie, es werden die verschiedenen Agenden durchgezogen. Die Agenda der Pandemie haben wir erlebt. Sie hat 500 Milliarden Dollar in die Kassen dieser Herrschaften gespült. Das ist ein Mafia-Trick, zahl mir Geld, dann schütze ich dich vor mir. Und so haben sie das gemacht und so wird es auch weiter versucht. Die Agenden der WHO, der EU, der UNO, der NATO und so weiter müssen von uns beachtet werden. Und das schlimmste Szenario für mich ist, wenn es gelingen sollte, die ID 2020 mit unseren persönlichen Daten, einem Impfpass und unseren Bankdaten digital zu verknüpfen, weil dann wir in der Falle sitzen. In dem Moment kann man uns abschalten. Wir kriegen keinen Zugriff mehr auf unser Bankkonto oder wir werden existenziell abgeschaltet. Es gibt uns dann nicht mehr. Die ersten Bilder dazu sehen wir aus China, wie das läuft, wie plötzlich Leute in den Supermarkt wollen, nicht rein können, weil ihre Dingsbums auf Rot schaltet. Und eine der Sachen von der WHO, und ich habe das heute mitgebracht, wir haben einen Flyer erstellt, weil die wenigsten Leute darüber Bescheid wissen, dass die WHO einen Vertrag seit mehreren Jahren vorbereitet, der 194 Mitgliedstaaten sozusagen gegenüber 194 Mitgliedstaaten weitreichende totalitäre Machtbefugnisse einräumen lassen will, ohne dass die Betroffenen weltweit davon in Kenntnis gesetzt werden. Es laufen derzeit die Verhandlungen. Am 21. Mai
wird sozusagen der erste Schritt verabschiedet, wenn das dann von der jeweiligen Landesregierung ratifiziert wird, sitzen wir in der Falle, weil die WHO mit ihrem Chef zurzeit Tedros, der ja eigentlich eher vor das Haager Gericht gehört als an die Spitze der WHO, wenn der sagt Pandemie, und das kann er bei jedem Pups dann sagen, dann müssen die Länder bestimmte Maßnahmen machen und natürlich auch wieder viele Impfungen verkaufen. Es ist ja, was die Impfung, wir haben durch die Impfung gelernt, dass eine Umkehr in dem Gesundheitsverständnis stattgefunden hat. Bisher, wenn ich Kopfschmerzen hatte, war ich verantwortlich dafür, wie ich damit umgehe. Ich kann mich ins Bett legen, zum Arzt gehen, mich krank schreiben lassen, wie auch immer. Ich kann also individuell damit umgehen. Jetzt ist es umgekehrt. Der andere muss nachweisen, dass er gesund ist. Und damit er auch gesund bleibt, muss er sich impfen lassen. Und wenn dieses Programm durchgezogen wird, dann gute Nacht, Marie, weil dann nicht mal durch Menschen, es kann dann durch Algorithmen einer KI bestimmt werden, was passiert. Also, ich habe aus diesem Grunde diesen Flyer, den wir in großer Mühe erstellt haben, mitgebracht, der informiert. Wir haben auch festgestellt, dass im Bundestag kaum das bekannt ist, dass in der Bevölkerung das kaum bekannt ist, dass es eine Gefahr höchsten Ausmaßes ist, was da auf uns zukommt und dass wir wirklich aktiv werden müssen. Ich habe das natürlich als PDF und werde heute Abend anfangen, das auch als PDF zu verteilen. Dann kann es jeder ausdrucken und verteilen. Am 8.5. wird in München die Partnerorganisation MWGFD eine Pressekonferenz abhalten zu diesem Thema. Also wer Zeit hat, kann nach München fahren, in die gleiche Location, wo schon zwei Pressekonferenzen zum Thema Impfung stattgefunden hat. Meine Damen und Herren, es ist wirklich ernst. Es ist wirklich ernst. Und denn auch zum Beispiel, wenn diese Verträge ratifiziert werden, dann werden die Berufe Heilpraktiker, Homöopathie, es wird alles gestrichen werden. Schlagartig. Ich staune, wie die Heilpraktiker die Füße stillhalten und nicht mit auf die Straße gehen. Und von den Ärzten, da muss ich ehrlich sagen, hätte ich auch mehr Entschlossenheit, Entschlossenheit, was dagegen zu tun. Wir als Ärztegruppe hätten als Erste diesen ganzen Hoax durchschauen können und wir als Ärzte hätten als Erste dem Einhalt gebieten können. Wenn in den Arztpraxen wirklich jeder Arzt gesagt hätte, das stimmt hier alles gar nicht, das ist ein Lügengebäude. Der Andreas Sönnigsen, der hier auch schon erwähnt worden ist, ein Kollege von mir, hat sich in Wittenberg auf die Bühne gestellt, hat gesagt, wir sind belogen und betrogen worden. Und es läuft immer noch. Ja? Die nächste Gruppe, die das dem hätte Einhalt gebieten können, wären die Juristen gewesen. Aber auch die Juristen waren nicht gut informiert. Wir haben im März 2020, haben wir Herrn Strate, ein bekannter Strafverteidiger aus Hamburg, in unserem Kreis zu Besuch gehabt. Und der hat uns erzählt, wie seit 2012 das Infektionsschutzgesetz klammheimlich, Buchstabe für Buchstabe, Zeile für Zeile, so verändert worden ist, dass es in der Lage ist, heutzutage unser Grundgesetz, was ein Abwehrgesetz gegen den Staat ist, gegen einen übermächtigen Staat ist,
außer Kraft zu setzen. Und seit 3 Jahren ist es immer noch so. Und wir haben ihn dann gefragt, ja, und die Juristen? Er hat gesagt, schlafen. Die Juristen haben sich darum nicht gekümmert. Die ersten, Tom kennt sie, stehen auf, sind auf unserer Seite, haben natürlich dann auch wiederum Nachteile in Kauf zu nehmen und so weiter. Meine Damen und Herren, nachdem die Ärzte versagt haben, die Juristen versagt haben, müssen wir als Bürger aufstehen und sagen, nicht mit uns. Vielen Dank. Applaus